Hallo und herzlich willkommen zur 118. Folge von Forza Horizon 4. Statt M-Power, AMG, Audi RS, Porsche RS, statt irgendwelchen Top-Modellen gibt es heute mal ein Basismodell. Obwohl Basismodell ist bei Koenigsegg relativ, der Agera. Ist das Basismodell allerdings, naja, immer noch absolut krank, das Teil. Ich meine, immer noch über 900 PS, über 1000 Newtonmeter Drehmoment. Aua. Das ist ziemlich böse. Und wie böse das ist, werde ich zuallererst feststellen, natürlich auf meiner Teststrecke. Tja, Leistung ist aber eben nicht alles, deswegen hat es in Anführungszeichen nur für eine 2 Minuten 28,621 gereicht. Ich gucke mal ganz kurz auf meine Tabelle, es ist der zweite Platz, aber über 7 Sekunden langsamer als der Huayra BC, der weniger Leistung hat. Vom Gewicht sind die ungefähr ähnlich, aber Huayra BC ist deutlich schneller. Nur eine 22 immer noch, natürlich Platz 2. Zu herzlichen Glückwunsch, aber es geht auch besser. Ich meine, da war ganz natürlich auch ziemlich viel Wheelspin gehabt. Also musst du schon mit dem Gas behutsam umgehen. Das war teilweise nicht ganz so leicht, aber naja. Was jetzt machen wir mit dem Wagen auch vielleicht nicht unbedingt schneller machen. Auf der Rundstrecke. Dann geht es auch nicht. Aber ich meine, wir haben Winter. Das kann man im Winter machen. Natürlich einen wunderschönen Urlaub. Habe ich zwar noch nie gemacht. Ich war im Winter noch nie im Urlaub, aber man kann es ja machen. Ja gut, Schnee ist gerade in Deutschland eher nicht so wirklich. Wird es auch wahrscheinlich in nächster Zeit nicht geben. Und danach natürlich hat Koenigsegg auch mitgedacht. Weil das, was ich euch jetzt zeige, das gibt es wirklich. Erstmal den Spoiler, das müsste der vom Agera R sein. Schon mal ganz nett. Ja, eine Dachbox. Wer war da bitte bei so einem Auto, dass es dort eine Dachbox gibt? Und das ist wirklich kein Scherz, dass sowas gibt es wirklich. Das kann man wirklich für den Agera bestellen. Eine fucking Dachbox. Ich würde echt mal gerne wissen, wie viele Kunden das gemacht haben. Ich meine, das wurden, glaube ich, knapp über 50 Agera gebaut. Der ist ja aktuell, da wurde jetzt quasi eingestellt. Das werden keine mehr gebaut. Jetzt ist Schluss.
Es waren 53 Ageras-Sorten gebaut, in allen möglichen Varianten. Das heißt, dass ich Agera, gibt ja alle möglichen Sondereditionen vom Agera oder Einzelanfertigung. Aber ja, es gibt dafür wirklich eine verfickte Dachbox. Wer immer die auf die Idee kam, der war, glaube ich, ziemlich betrunken. So, Allradantrieb, das ist für Luschen. Aber reifentechnisch sieht es da aus. Jetzt gibt es sogar nur Sportreifen. Das beim Auto mit dieser Leistung. Von. Ja, gut. 700 kW. Ist das nicht gerade üblich. Aber naja. Kriegt der Winterreifen oder. Nach. Der kriegt mal Rennreifen. Reifenbreite ist auch vorne jetzt nicht ganz so wichtig, aber hinten. Okay, da sind die schon ganz schön breit. Naja, ihr wisst es ja, breiter ist besser und Felgen größer ist besser. Das sind doch sehr leichte Felgen. Müssen eigentlich aus Carbon sein. Also Königsdecke sind generell ziemlich leicht und trotzdem noch gut ausgestattet. Ist nicht so, dass die in nackt so drin waren, dass da nichts ist. Und da ist schon ordentliche Ausstattung drin. Trotzdem ein sehr leichtes Auto, sehr leistungsstark. Ziemlich bekloppt. Natürlich natürlich auch. Oder was geht. Gut, Gewicht. Ich glaube, der Agera R ist sogar noch mal leichter als der normale Agera. Ich meine, generell für die Leistung, das ist schon sehr leicht. Ich meine, der Motor ist jetzt auch nicht so klein. Das sind immerhin 5 Liter. Mache ich den Wagen noch leichter? Ist auch wirklich, was Motorleistung geht. Ich glaube, der müsste auf über 1000 kW gehen. Was bei dem Motor eigentlich realistisch ist. Die Wagen gibt es ja mit bis zu 1000 kW. Sei es im Schwestermodell One-to-One, 1360 PS, also genau 1000 kW. Oder halt im Agera RS kann man auch den Motor aus dem One-to-One bestellen. Dann hat der Wagen auch 1360 PS. Supra, 5,2 Liter, warum dann auch nicht? Siehe, Leistung geht schon mal in eine richtige Richtung. Oh ja, geht aber sowas von auf 1000 kW. Machen wir einfach mal alles rein. Dann kreuzen wir mal auf Liste alles an. Hab ich noch irgendwas vergessen? Hubraum hab ich. Das müsste ich eigentlich sogar alles haben, ne? Wir sind jetzt bei 1045 kW, ja, so um die 1400 PS. Über 1500 Newtonmeter auf unter 1,5 Tonnen. Ich glaube, die Frage, ob ich jetzt noch weniger Gewicht will, kann ich mir eigentlich klemmen. Weil das kann, glaube ich, nicht gut gehen. Also soll der Wagen sogar besser machen, tatsächlich. 1,3 Tonnen. Oh Gott. Ach komm. Forza sagt, der Wagen wird dadurch schneller, Handling besser, Beschleunigung besser. Ich mach's rein. Wenn Forza das sagt, dann stimmt das auch so. Immer auf Forza hören. Dann fahren wir jetzt auch schön mit dem Wagen in den Urlaub. Wo das geht, weiß ich nicht. Aber das ist doch klug von den Schweden. Ich meine, in Schweden, da schneit es ja relativ viel. Kann man so eine Dachbox, kann man seine Skier reinpacken oder so, oder sein Snowboard. Ist doch eigentlich ganz praktisch von denen gelöst. Also ich weiß jetzt gar nicht, wo das Problem dabei ist. Ist doch eigentlich, ist doch voll klug gemacht. Ja, die Schweden, die können doch was. Sind doch keine dummen Leute. Deswegen ist der Dachbox eigentlich die logischste Idee, die man haben kann, wenn man so ein Auto baut. Die Ingenieure dachten sich, hey, wir brauchen noch eine Sonderausstattung. Wisst ihr was? Wir brauchen eine Dachbox. Denn die Kollegen so, jo, da hast du recht, das brauchen wir. Ist ja schön, dass du jetzt der Kolonne beitrittst, aber es geht gerade ziemlich schlecht. Ist keine Zeit für dich. Deswegen muss ich dich auch le leider gleich rausschmeißen. Passiert auch öfters mal. Ich habe das mal gefragt, werde, ob ich denn jetzt Zeit zum Zocken habe. Aber wenn ich halt aufnehme, geht das halt schlecht. Aber teilweise sollte, kann man eigentlich wissen, wann ich aufnehme. Also, ich meine, am Wochenende nehme ich eigentlich generell auf. Wenn ich am Wochenende in Forza bin, was eigentlich jedes Wochenende ist, dann kann man damit rechnen, dass ich auf jeden Fall an einem dieser Tage aufnehmen werde. Oder man sollte damit rechnen. Das checkt er immer noch nicht und wundert mich trotzdem jedes Mal. Ja, warum kommst du nicht in die Party, weil ich aufnehme? Ja, welch ein Wunder.
Also Hauptaufnahmezeiten sind eigentlich am Wochenende. Jetzt nehme ich gerade am Donnerstag auf. Jetzt habe ich aber auch gerade Berufsschule, deswegen da kann man unter der Woche aufnehmen. Wenn ich normal zur Arbeit muss, danach eine Berufsschule aufnehmen, ist nicht so geil. Das muss nicht sein. So eine Berufsschule geht das aber. Auch nicht jeden Tag. Heute dachte ich mir, komm, heute geht's. So wieder eine neue Season in Forza. So farbentechnisch. Die Dachbox färbt sich sogar mit. Das ist aber nett. Ich kann nicht. Ja, das sieht so schon nicht ganz geil aus. Leider habe ich hier keine. Kann ich die Farben nicht, ne? Keine weiteren Optionen. Sehr halt cool. Wenn ich quasi diese Streifen auch separat drauf machen könnte. Guck mal nach dem Design. Ob es da irgendwas Schönes gibt. Und da gerade eben war auch schon das Auto für die nächste Folge zu sehen. Der Chevrolet Colorado. Der ganz kurz sehen können. So, ich denke, da gibt es auch ja GRR-Lackierung oder sowas, One-to-One-Lackierung. Mäßig. Naraya. Oh, mach ich mal auf. Mal gucken, was das ist. Ich hoffe, irgendwas Schönes. Sah auch so ein bisschen so, glaube ich, mit Blau und Gold mäßig. Könnte gut aussehen. Das mag ich bei Pagani, gab es, glaube ich, mal so eine. Das ist schon vom Huayra. Ich glaube, der Huayra 730 oder so. Auch so ein Blau und Gold, das sah ziemlich geil aus. Und der Wagen. Oh, ja. Ja. Gekauft. Nehme ich so. So, wer bezahlt jetzt den Wagen? Ich nicht. Weil leicht teuer. Ach ja. Die Dachbox. Natürlich sicherlich für den CW wäre ziemlich vorteilhaft, so eine Dachbox da. Eine sehr kleine Dachbox natürlich. Oh Gott. Drehen. So, tut mir leid, ich muss sie jetzt aber leider aus der Kolonne rausschmeißen. Also auf Anführer. Nee, ich würde dich gerne rausschmeißen. Achso. Kolonne verlassen. Tut mir leid. Ist nicht böse gemeint, wirklich nicht. Aber geht jetzt gerade halt nicht. Oh Gott. Ist gerade schon gemerkt, ja, wenn man aufs Gas tritt. Hat ein bisschen wie drin. Oh ja. Ach ja, toller Wetterurlaub, ne? Ja, es fucking schnell. Muss mal kurz fassen. Man sieht es, glaube ich, auch. Dass der Wagen jetzt nicht ganz so langsam ist. Und das war's. Nichts passiert. Alles easy. Das einfach. Irgendwie, ich mag Königsegg. Optisch teils ja, teils nein. Ich halt die Scheibe ist ziemlich besonders. Weil das da so rund ist. Und generell ist mal so. Der Weg bei Königsegg. Ich meine, Agera wurde jetzt 8 Jahre lang, glaube ich, ungefähr gebaut. Und der Vorgänger CCX sah jetzt auch nicht so viel anders aus. Also sind sich optisch die Königseggs ziemlich ähnlich alle. Da kann man schon auf jeden Fall viele Parallelen. Das sind halt an sich ziemlich kranke Autos. Den wir alle bei kriegt einen an der Waffe. Wir wissen alle, dass es vielleicht so vielleicht nicht unbedingt immer gut ist, aber man macht es trotzdem. Warum auch nicht? Das waren einfach nur geile Autos. Ich nur so als Kleinserie. Könnte man vielleicht so ein bisschen mit Pagani vergleichen. Bauen die auch nur ziemlich wenig Autos. Hat auch nicht so eine Massenabfertigung. Das sind ziemlich coole Autos. Nur das Pagani so, was die Autos anfällt, nicht ganz so krass. Denn damals hat, glaube ich, noch heurer BC, halt sowieso bis 800 PS oder so. Und da fängt ja ein Agera noch nicht mal an. Fängt erst bei knapp über 900 PS an. Geht halt bis 1000 irgendwas hoch. Das finde ich halt cool. So, genug belabert. Aber genug um den heißen Brei geredet. Ihr wisst doch, was jetzt kommt. Ein Rennen natürlich.
Am besten eine Strecke, wo es auch ein bisschen, Gas geben kann. Oder? Rundstrecke, wenn es geht. Kann man die hier wieder nehmen, oder? Ich glaube, ich bin die schon etwas länger nicht mehr gefahren. Ich die einfach mal. Natürlich will ich auch am Winter fahren, hier schön mit Schnee und alles. Naja, da ist was sehr wintertauglich. Ohne Winterreifen. Bei meinem Opel habe ich jetzt auch schon Sommerreifen drauf. Habe ich letztes Wochenende wechseln lassen. Also ich wechsle nicht selber. Brauche ich irgendwie nicht. Und die paar Euro, ganz ehrlich. Das macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Nehmen wir auch erstmal nur Königsegg. Ich will jetzt irgendwie keine Allradautos mit haben. Das ist halt so ziemlich, wäre ein bisschen unfair. So. Drei Runden machen wir. Sechs. Ja, nicht ganz. So, Königsegg. Ich habe auch schon Sommerreifen wieder drauf. Oder schon, ich meine, die Temperaturen, die sind dafür gut. Wir haben jetzt eigentlich auch, wenn ich morgens losfahre, auch schon so, naja, 6 und 8 Grad. Kann man schon wechseln. Und halt tagsüber ist es halt sowieso wärmer. Gerne über 10 Grad, 10, 15 Grad. Damit wir da Reifen rumfahren, wäre es ziemlich dämlich. Vor allem, wenn ich nach Kai fahre, wäre dann wieder Reifen eh nicht so geil. Wenn ich so lange Autobahn fahre. Ich hab's gerade gehört, bin ich weg. Das war schön, wie jetzt bin. So, weg da, ich muss in den Urlaub. Also gesehen ist es ja doch im Winter. Achso, nee. Nicht mehr, oder? War das eigentlich genau Frühlingsanfang? Wäre es schon Frühling oder ist jetzt noch kalendarischer Winter? Müsste eigentlich schon Frühling sein, ne? Und Ende März ist das eigentlich. Ist das jetzt so 20. März rum? Glaube ich zumindest. Wie ist denn ein Frühlingsurlaub? Wenn ich zu Kai fahre. Also ist es ja mehr oder weniger ein Urlaub. Ich habe den Urlaub dafür genommen. Ich fahre halt weg von zu Hause. Und auch nicht gerade eine geringe Entfernung. Wir sind zu Kai 450 Kilometer. Wir wollen ja auch nochmal einen Tag zu JP fahren nach Dortmund. Das sind ja auch nochmal 200 irgendwas Kilometer, die wir dann fahren. Also das ist schon eine gute Fahrstrecke, die ich dann zurücklegen werde. In diesen Tagen. Ich meine, ich fahre auch gerne Auto. Vor allem, wenn es nicht mein Auto ist. Weil halt Sprit und so, ne? Beziehungsweise einiges kosten. Naja, so ist das halt mal. Ist auch nur einmal im Jahr. Also, dass ich zu Kai fahre. Weil ich mache hier ist ja noch einen richtigen Urlaub quasi. Ich fahre ja schon wie letztes Jahr wieder nach Waren, wie in Müritz. Ist ja zum Glück nicht so weit. Da war ich dann noch im Urlaub. Das war doch ganz cool, denke ich mal. Ich hoffe es zumindest. Ey, was ist das hier? Das war doch nicht ein GRS, oder? Ich muss eine One-to-One jetzt. Oh! Das war ziemlich dämlich. So, ja, von innen aufräumen. Ja, bei Bodenwellen ist halt Grip absolut nicht vorhanden. Könnte auch vielleicht bei der Leistung so ein kleines Problemchen sein. Aber na was, das passt doch schon. Mir ist auch einfach so ein Agera. Erst ist einfach so, ich finde es ein bisschen zu viel. Da reicht doch ein Agera. Ein bisschen tun, vielleicht noch ein bisschen mehr oder vernünftiger tun. Also mir Serien Agera erst, der ist irgendwie so, fällt sich finde ich nicht so gut, finde ich nicht so angenehm. Autsch. Aber die Nachbox, die hält noch. Das ist wohl irgendwie anscheinend sehr gut festgemacht. Das stimmt, wenn nicht mehr, wenn die runterfliegt mit dem Tempo, was wir fahren. Oh, vorsichtig auf den Gas. Ja,
Haben wir gerade gesehen, Fabian. Das ist vorsichtig auf dem Rad. Oh ja. Hier dieser Abschnitt, absolut gar keinen Griff. Die ganzen Unebenheiten der Straße. Fährt sich sogar eigentlich ganz gut. Heckantrieb ist im Winter mit 1400 irgendwas PS. Dafür ist es wieder im Verhältnis gesehen, ne? Schön dieses Verhältnis Wort in letzter Folge. Verhältnis gesehen ist es ziemlich gut. Schön stempeln. Dekor reicht gut. Ja, danke schön. Jetzt ist die Frage, wie lange bleibe ich vorne? Also hier den Abschnitt, den hasse ich. Aber hier nicht so wirklich nicht so geil voll fahren. Kannst du den meisten Autos schon. Der Wagen ist halt eher so schnell. Ich glaube, das Bild ist halt echt krass. Ich glaube, so selbst der Agera fährt irgendwie knapp 400 km/h. Serio. Angegeben. Als Basismodell. Bei welchem Auto schafft man das Basismodell 400 km/h? Ich glaube, ich nicht viele Autos, wo das so ist. Und der Agera RS ist ja offiziell das schnellste Serienauto der Welt. Und mit 4, was hat er geschafft? 457 oder so? 447? Ja, absolut krank einfach nur. Mit dem war der Rekord ja so ein bisschen immer lächerlich gemacht. Ich meine, ganz ehrlich, in dieser Liga, selbst ein Bugatti ist ein krankes Teil. Was ein 2-Tonnen-Schiff da schafft, vor allem auf die Traktion der hat. Ein Königsegg ist halt viel Leistung und halt sehr leicht. Bugatti ist halt viel Leistung und sehr schwer. Und hat Allrad. Der hat halt nur Heckantrieb. Königsegg-Modelle. Bugatti lässt sich vielleicht noch halbwegs sinnvoll fahren. So, aber bei dem Drag Racer so, mit dem Königsegg, da muss halt eine lange Strecke. Wenn du damit normal fährst, ein Drag Race, um diese Viertelmeile, hast du nämlich gegen Bugatti gar keine Chance. In den Chiron. Na, GHRS. Würde ich sagen, hat er keine Chance. Einfach Grip zu kriegen ist halt nicht ganz so einfach. Der Bugatti, der kriegt halt, der hat halt Grip. Hast du Launch Control an und dann läuft das alles wie geschmiert. Das geht dann, das funktioniert ziemlich gut. Runde. Sieg hoffentlich nicht verschenken. Ich komme sogar eigentlich ganz gut klar. Auch wieder besser als ich erwartet hätte. So, vielleicht kommt auch mal der Agera erst auf die Strecke. Muss ich mal gucken. Oder ein anderer Königsegg. Ups. Das muss ich mal gucken. Aber sag mal, jetzt in grauer Zeit nicht. In nächster Zeit. Ich habe noch andere Autos, die ich fahren kann oder fahren möchte. Und irgendwann wird es vielleicht sicher mal so noch sein, dass ich hier an den Königsegg testen werde. Wunderbar, Fabian. Hast du toll gemacht. So. Ich denke mal, schaffen wir jetzt, so wie er jetzt hier Wagen steht, unter einer Minute. Boah, muss man aber echt, glaube ich, ziemlich gut fahren. Ich glaube, ich nach einer Minute Nuller Zeit kriege ich dann hin, aber unter einer Minute, boah, das stelle ich mir gerade nicht so einfach vor. Ja, nichts ist unmöglich, Toyota. Und einfach durch Königsegg ersetzen. Warum auch nicht? So, ja, nur noch 30 Level bis zu 300. Weil durch die Teststrecke, durch die ganzen Fahrten, da gibt halt jedes Rennen ca. 100.000 Credits. Für 5 Runden. Wenn man halt da so viele Autos fährt, das macht halt schon. Das macht ein bisschen Geld. Und auch ein bisschen Level. Das kann ich definitiv sagen. Also machen wir noch irgendwas. Ich glaube eigentlich eher nicht. Auf den. Nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Meine Stimme ist gerade schon wieder weg. Nice. Ich wollte ja noch ein wenig sparen. Auf den hier. Den wollte ich mir holen. Da hatte ich mal Bock drauf. Forzaton mache ich auch noch. Nehme ich, glaube ich, morgen auf. Muss ich mal gucken. Nach der Berufsschule vielleicht. Meine Stimme ist weg. Also, ich weiß nicht warum, aber Folge muss anscheinend jetzt
zu Ende gehen. Kann auch gucken, Festival Spielliste. Wie sieht denn diese Season aus? Also die aktuelle Season läuft seit 3 Stunden. Ich habe ein Viertel geschafft. Aber halt, deswegen. Das hatte ich halt schon vorher. Die Saisonmeisterschaften werde ich noch machen. PR-Stunts und so muss ich mal gucken. Ich meine, alles werde ich hier sicherlich nicht schaffen. Den Mustang hätte ich schon gern. Den RTR. 2 habe ich ja schon. Das ist jetzt der dritte und letzte, der mir fehlt. Aber alles mache ich jetzt, glaube ich, hier nicht. Mephin hat es ein Hornet. Das ist keine Karre, wo ich sage, so, boah, den muss ich unbedingt haben. Da kann man, glaube ich, auch sowieso bei der Automesse kaufen. Ist halt vielleicht nicht ganz so günstig, aber. Nee. 100% brauche ich nicht unbedingt. Klar, ist cool, wenn man alles hat. Vor allem halt, war das, genau, im Sommer halt für den Porsche 914. Da musste ich ja alles machen, weil ich ihn haben wollte. Herbst habe ich jetzt nicht so viel gemacht. Habe ich 6 von 7 Dinger. Vorzulang habe ich gar nicht gemacht. Hatte ich irgendwie. Ich fand ihn nicht so interessant. Aber die Saisonmeisterschaften habe ich gemacht. Die mache ich eigentlich auch immer komplett, weil die eigentlich immer ziemlich geil sind. Und halt ein PR-Stand hier noch. Genau, Winter, ja so, mal gucken. Herbst, was haben wir hier? Natürlich den Z4 will ich haben. Den kriege ich aber so schon wegen dem monatlichen Rivalending. M3 GTR, ja, ich gucke mal, wie ich den haben möchte. Auch mit dem F1, das freut mich. Ganz cool. Mal gucken, was es nächste Season wieder gibt. Bin ich gespannt. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.